Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Silent Hunter 5 Battle of the Atlantic. Hier in unserem schönen U-Boot Typ C ist das, glaube ich, mittlerweile. Ganz genau kenne ich mich da auch nicht aus. Nach einer kleinen Pause, weil ich die Abstimmung abwarten musste. Und das Ergebnis der Abstimmung steht fest. Mit 2-4 Stimmen habt ihr entschieden, dass wir die Torpedos umbauen. Also in so 70 Grad Winkel oder irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie der das machen will. Genau da lang müssen wir. Er will es auf jeden Fall machen und das sagen wir ihm jetzt mal, dass das eine gute Idee ist. Jawohl, Herr Kalon. Ich hätte nochmal eine Frage. Wieso kann ich das ihm nicht sagen? Du bist... Hä? Okay, müssen wir da erst mit jemand anderem reden? Wenn nicht, wäre das ziemlich fail jetzt. Ja bitte, Herr Kalon. Überrascht? Am meisten hat mich die Schnelligkeit unserer Truppen überrascht. Daran erkennt man, dass der Wille des deutschen Volkes unaufhaltsam ist. Ja bitte, Herr Kalon. Ja, Führers Liebling, halt die Klappe, aber... Scheiße, Ja bitte? Sieg über Frankreich? Nein. Hä? Wieso kann ich denn mit dem nicht mehr abreden, dass der... Das ist mit diesem 70 Grad Dings der Torpedo umschwamm. Ich versuche mal. Ja, bitte. Ich habe meiner Frau erzählt, dass wir jetzt in Frankreich stationiert sind. Sie hat mir sofort eine Einkaufsliste mit Wein und Käse. Ja, halt die Klappe. Hä? Okay, wenn es jetzt nicht mehr geht, dann wäre das echt scheiße. Hä? Kacke. Viel besser als der alte Einbau. Ich stoß. Ja, du stoßt ihn immer. Kannst du irgendwas? Scheiße! Das ist jetzt behindert. Da mache ich schon mal eine Abstimmung. Und da wird das nix. Hallo? Jawohl, Herr Kalon. Aha? Wie? Och, na. Das ist jetzt wieder mal Fail. Der Fail der letzten Aufnahme zieht sich hier mit rein. Anscheinend geht das nicht mehr. Hä? Das letzte Mal habe ich doch nichts angeklickt. Das ist etwas komisch. Funkkontakt an U69. Blablabla. Laufen Sie neues Zielgebiet an. Scheiße. Hallo? Torpedoschütze. Kann man hier irgendwas umstellen? Okay, das ist jetzt ein bisschen peinlich und ein bisschen scheiße. Ich bin, wie man vielleicht merkt, selbst ein bisschen irritiert. Ich... Hä? Habt ihr irgendwas? Er soll wohl draußen auf dem Atlantik jagen. Seine Koordinaten kenne ich nicht. Ich sage Ihnen Bescheid, sobald ich was erfahre. Ja, laber kann... Es läuft langsam etwas besser. Es ist einfacher geworden, kleine Maschinen zu orten. Ja, bitte, Herr Kaloin? Ja, ich werde von Albträumen geplagt. Ich kann mich nicht mal an sie erinnern. Der Wachoffizier wurde einmal fuchsteufelswild, weil ich eingeschlafen bin. Aber ich war so müde. Ja, bitte, Herr Kaloin? Okay, wir haben hier einen Benno Scholl pennt im Dienst. Hast du was zu sagen? Er ist jetzt ausgelaufen. Das Ziel ist streng geheim. Aber er glaubt, sie fahren in den Westatlantik, um dort amerikanische Kreuzer abzufangen. Ja, bitte, Herr Kaloin? Selbstverständlich, Herr Kaloin. Für die Kriegsmarine sind das glückliche Zeiten. Ja, bitte, Herr Kaloin. Okay, so heißt ja auch die Kampagne. Für mich ist das eine schreckliche Zeit, weil... Okay, tut mir leid, anscheinend... Hä? Also, wie man merkt, bin ich ein bisschen irritiert. Ich versuche das vielleicht irgendwann später nochmal, aber... Ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe gespeichert und bin dann raus.
Also entweder war das so eine einmalige Kiste und es ist für immer vorbei, das wäre scheiße. Oder es kommt irgendwann nochmal wieder. Ich möchte mich jetzt auf jeden Fall schon mal entschuldigen. Das ist natürlich ein Epic Fail. Da war die Abstimmung ziemlich für die Katz. Scheiße. Also tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Ich blick selber nicht. Hä? Das ist echt irritierend für mich. Entschuldigung. Wieso geht das nicht mehr? Ich blick's nicht. Ich blick's echt nicht. So, was ist eigentlich jetzt unsere Aufgabe? Versenken Sie 200 Tonnen Schiff. Britischer Nachschub, ne? Ja. Ja, dann suche ich jetzt hier auch mal weiter oben. Diese Linie ab. Also wie gesagt, sorry, irgendwie geht das nicht mehr. Das verwundert mich. Tut mir echt leid, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hätte gedacht, dass ich das einfach nochmal ansprechen kann. Scheiße. Fuck. Naja, wie gesagt, tut mir leid. Ich hoffe, es stört euch nicht so sehr. Ich schau mal, wenn diese Möglichkeit nochmal kommt, dass wir das entscheiden können, wähle ich natürlich dann entsprechend, was sie abgestimmt hat, also dass wir dran rumschrauben. Aber vorerst geht das anscheinend nicht. Da möchte ich mich auch schon mal recht ganz herzlich entschuldigen und auch bedanken für die, die mitgemacht haben. Komisch. Genauso komisch, dass hier jetzt nicht auftaucht. Na komm schon. Mache ich hier so einen Zickzack-Kurs. Also tut mir leid, ich habe echt keine Ahnung, das ist jetzt echt ein bisschen scheiße. Naja, aber das ist das Einzige, worüber ich reden kann, solange hier... Flugzeug in Sicht. Kurs 5. Pass mal auf, du kleines Drecksflugzeug. Verdammt, Tori nicht. Auch wenn es wahrscheinlich Schiffe warnt, die dann nicht mehr kommen. Aber das finde ich jetzt echt asozial. Ich warte hier auf gegnerische Schiffe. Oh, Junge! Angegriffen hat er mich jetzt nicht, oder? Flugzeug in Sicht. Kurs. Außer dreckigen Flugzeugen können hier auch mal irgendwelche bescheuerten Schiffe langkommen. Boah! Also ich bin jetzt echt angepisst. Keine Schiffe. Die Abstimmung ist für die Katz. Lauter Flugzeuge, die meine Simulationsrate unterbrechen. Nee. Nicht, dass die Aufnahme genauso fail wird wie die letzte, ey. Ach ja. Aber wie gesagt, möchte ich mich nochmal entschuldigen, dass das so schief gelaufen ist. Vielleicht kriegen wir irgendwann nochmal die Möglichkeit, aber ich habe echt keine Ahnung, woran das liegt. Und ich habe keine Ahnung, wieso jetzt keine Huren... Na, ich nehme schon wieder viel zu viele Schimpfwörter im Mund. Ey. Hallo? Die Leute wollen sehen, wie ich was versenke und ich will auch sehen, wie ich was versenke. Also kommt jetzt hier mal. Neuer Wegpunkt. Kurs. Laufen Sie neues Zielgebiet an. Sag mal. Ja, guck, hier unten cruisen sie alle rum. Nur da, wo ich bin, ist natürlich keine Socke. Neuer Wegpunkt. Kurs 2. Aber es bringt es auch nichts, zu denen da runter zu fahren. Hier 10 Knoten, 600 Kilometer entfernt. Müsste ich irgendwo hier unten abfangen. Das ist auch sinnlos, weil das ist dann außerhalb meiner Missionsradius. Die höchstens.
Leck, ey. Vielleicht die Flugzeuge, dass die alles außen rum losen, aber trotzdem. Ist das komisch. In Zukunft werde ich vor Flugzeugen einfach tauchen, sicherheitshalber. Glückliche Zeit, so glücklich ist es für mich jetzt nicht. So, und wenn ich in den nächsten paar Minuten kein Schiff finde, dann kloppe ich dieses Game in die Tonne, ey, ist doch Horror. Wie man vielleicht merkt, mache ich gerade einen kleine emotionale Krise durch. Um mal schön auszudrücken. Das kotzt mich nur schon wieder an. Und vielleicht habt ihr es gehört, ich habe ein neues Headset. Wow. Nicht mal so ein Nahkontakt, gar nichts. Hier wissen die noch nicht, dass ich hier unten rum chill. Guck, und jetzt sind sie da oben, ey. Verarschen oder was? Wie weit bist du weg? 500 Kilometer. Weiter oben irgendwo. Wenn wir nach dem Radius gucken. Ne, wir sind außerhalb. Ey. Das verarscht mich jetzt hier schon wieder, das Game, ey. Überall cruisen sie rum, nur nicht da, wo ich bin. Ich glaube, ich setze jetzt hier nochmal ein paar Punkte und wenn ich da nichts finde, laufe ich zurück, beende die Feindfeld und starte eine neue. Vielleicht habe ich ja dann mehr Glück. So, nee, ich gehe jetzt mal auf Abfangkurs. Hier oben. Irgendwo hier müssen die ja dann sein und dann hier in der voraussichtlichen Route pendel ich dann so ein bisschen. Patrouillier da. Und betet, ja? Betet, dass ich die jetzt treffe. Nein, ich schaue jetzt erst, ob ich den hier treffe. Wenn nicht, laufe ich zurück zum U-Boot-Stützpunkt. Ich habe in den letzten zwei Feindfahrten als einziges Schiff mich selbst versenkt. Und ansonsten gar nichts gemacht. Das ist nicht keine gute Bilanz, um ehrlich zu sein. So. Ja, jetzt ist der hier oder was? Der ist an mir vorbeigefahren, diese Drecksau. Na komm. Hier irgendwo, irgendwas. Ah, es leckt, das ist schon mal sehr gut. Klingt komisch, aber das heißt, dass der... Na komm schon, jetzt gib mir auch eine gute Nachricht, du Drecksleck. Oh, zwei Frames. Ernsthaft? Ich fühle mich gerade so tierisch. Ach du Scheiße! Runter mit dir! Druckkörper repariert! Und hier sehe ich nichts. War ich die ganze Zeit zu weit weg oder was? Tauch doch, Schlampen! Seerohr beschädigt! Wassereinbruch unter Kontrolle! Flachdach in schneller Fahrt! Auf gleichbleibender Entfernung! In 2, 6, 1! Ich habe was gefunden! 1-0 Meter! Neuer Weg! Ey! Jetzt regt mich auch noch die Maus auf! 9! Auf E-Maschinen umschalten! Wassereinbruch! Hilfe beträgt! So, jetzt zauere ich einfach unter den Mikrofonen hindurch. Okay. Danke, dass ihr mir so früh gesagt habt, dass da zwei dreckige Zerstörer über mir rumgecruised sind. Scheinbar war ich zu weit weg, aber... War ich zu weit weg und hab lauter Schiffe mir entgehen lassen? So. Kriegsschiff mit schneller Fahrt! Auf gleichbleibender Entfernung! In 3, 5, 0! In großer Entfernung! So, ich muss jetzt ab... Ach du... Scheiße. 4, in großer Entfernung. Ach
Du Scheiße, okay, das ist ein fetter Konvoi, aber auch leider bewacht. Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit schneller Fahrt, auf gleichbleibender Entfernung. In 3, 4, 5, in großer Entfernung. Okay. Neuer Kontakt, Kriegsschiff mit langsamer Fahrt, näher kommend. In 1, 5, 8, in großer Entfernung. Ich gehe jetzt mal auf Zero-Tiefe. Kontakt, Kriegsschiff mit schneller Fahrt, näher kommend. In 1, 5, 9, in großer Entfernung. Maschinenstopp. Okay, ich... Oh! Dreh dich ein bisschen. Sobald ich in so einer Höhe bin, mach ich das aus. So. Ach du Scheiße, da sehe ich aber ein bisschen was. Nein! Aha! Weihnachten und Ostern zusammen, also ohne die... Oh, du dreckige Maus! Okay, tut mir leid, ich bin extrem angepisst, wie man vielleicht merkt. Na komm. Neues Ziel wird erfasst. Ich muss jetzt einfach meine Aggression hier an Schiffen auslassen, die nichts dafür können. Die sehen mich jetzt hier, also mein Seerohr sehen sie. Es kann sein, dass die gleich, ja, die Zerstörer hier ranrufen. Deine Fahrt zurück. Deswegen. Ziel erfasst. So, wie weit sind wir denn weg? Hallo, ich will wissen, wie weit der weg ist. Also das ist echt scheiße gemacht. 200 Meter. Okay, Mindestabstand 600 Meter, damit ich irgendwas erreichen kann. Na komm, 300 Meter. So, jetzt anhalten hier mal. Maschinenstopp. 500 Meter sollten da doch drin sein. 900 Meter. Das was für meine Aale? Okay, ich nehme vielleicht doch lieber den, der ist näher dran. Wie weit? 400 Meter, okay, da warte ich lieber noch ein bisschen. Tiefe... Torpedotiefe eingestellt auf 3 Meter. Ruhig ein bisschen Abstand. Es braucht etwas Abstand, so wie... Okay, Schuss in 3, 2, 1 und los. So, ein bisschen vorspulen. Na, das wird doch was, oder? Das wird nix. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na! Boah, war das, ey! Ihr wollt mich doch wohl alle verarschen, oder? Ihr wollt mich aber sowas von verarschen. Das war aber Millimeter. Millimeter. Boah, ey. Kleine Fahrt voraus. Krieg schon wieder ein Blut.